Hallo Leute und willkommen zurück zu Gray & Skies Folge 33. Was für eine lustige Zahl. Ja, unser Grinder da hinten grindet. Grindet uns den ganzen Mist weg. Wie gesagt, es sieht nicht hübsch aus, ich weiß es selber. Okay. Wir brauchen heute einen Spawner. Da haben wir. Dafür brauchen wir Magma Creams. Okay, wir haben keine Slime Balls. Kann ich Magma Cream auch irgendwo anders? Mit Blut oder Pink oder Glue. Gelatinus Slime kann ich nehmen. Dafür könnte ich ja theoretisch unsere Slimy Saplings hier mal nehmen. Ja, 4 Stück. Ein bisschen Bohnenmehl. Ach komm, komm einfach mit. Ich habe so viel Bohnenmehl eigentlich draußen, das müsste ich gar nicht machen, aber egal. So, plopp, 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 plopp. So, Bohnenmehl. Bohnenmehl geht nicht, verdammt. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich warten, bis die gewachsen sind. Ja, ätzend. Gut, dann bauen wir uns jetzt mal schnell ein Areal in der Zeit, wo wir die Tiere grinden. Okay, wir brauchen ein paar Zäunchen. Ja, flitz hier einfach durch mein Wohnzimmer, ist klar. Ihr kommt erstmal alle weg hier. Ich würde fast sagen, wir nehmen einen Bereich, wo wir auch gut an Energie rankommen. Also hier irgendwo. So. Ja. Komme ich hier rüber? Ich glaube, ich mache das hier vor. So. Das ist doch schon mal schön. Dann kommt hier hinten der Grinder rein. Genau, umgedreht bitte. Da kommt dann auch noch Zaun drüber, damit die Viecher nicht abhauen können. So. Und hier unten kommt dann der Autospawner rein. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen größer machen. 2, 4, 6, machen wir 7 mal 7, ist glaube ich sinnvoller. Vor allem sieht es auch schöner aus, weil es genau die Mitte dann ist, wo der Grinder steht. Hui, ein sehr tiefes Loch. Das könnte noch sehr interessant werden. Ich glaube, ich muss die Tatsache etwas höher setzen, weil es sonst nicht funktionieren kann, weil ich sonst die Leitung nicht verlegen kann. Ja. So. Ist ja auch nicht das Riesenproblem. Bauen wir es halt nochmal ab. So, wir brauchen also die Plattform hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das ist jetzt die Mitte natürlich nicht. Oder war es doch die Mitte? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doch, das war Tatsache die Mitte. Ich kann nur nicht gucken. Gut. Da kommt dann der Spawner rein. Der Grinder kommt hier hinten oben hin. So. Nochmal drehen. Ich weiß, was ich gleich noch machen könnte. Wir gucken uns das gleich mal an. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ha! So, dann brauchen wir
Moment. Cobblestone Panel. Cover müsste eigentlich gut sein. Okay, ich brauche eine Saw. Und zwar nehmen wir gleich eine Diamantsäge. Einfach nur. Okay, das ist easy. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Also es hat durchaus seinen Sinn. In der Zeit könnte ich ja mal sagen, dass ich dieses Sommerland-Projekt von Sarazar ja mal total geil finde. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihn ja überzeugen, dass ich da auch mitmachen darf. Beziehungsweise eigentlich, dass die Affen da mitmachen dürfen. Eigentlich könnten wir damit eine eigene Fraktion gründen und selber was aufbauen. Hallo? Diamond Saw? Ah, Stone Tool Rods brauchen wir dafür noch. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Kabel direkt ging. Ja. Ja, das wäre eigentlich eine total lustige Sache, wenn wir quasi eine eigene Fraktion da hätten und uns damit unseren Spaß machen würden. Bam, bam, bam. So, Cover. Dann brauche ich... Ihr werdet gleich sehen, warum ich Cover brauche. Ich hoffe, dass Tiere nicht durch Cover durchlecken, das wäre echt doof. Wir brauchen ein paar Fluidakte. Und zwar wahrscheinlich sogar mehr als das hier. Irgendwie. Wir brauchen Item-Dakte. Davon wahrscheinlich nicht ganz so viele. Erstmal ein paar. Die Leadstone reichen da nicht aus. Wir brauchen auf jeden Fall die Hardened. Das heißt, wir müssen die nochmal umwandeln. Invar. Zwei Stück und Redstone. Tudim, tudim, tudim. Nicht Aluminium, Invar. Jedes Mal. So. Okay. Energy Check, Fluidukte. Könnte knapp werden. Müssen wir sehen. Ich warte immer noch drauf, dass so ein blöder Slimy-Sapling hier wächst. Das aber vielleicht fällt mir da gerade was ein. Ha! Eine Watering Can. Geht es eigentlich auch mit? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Funktioniert, weil erstmal irgendwie gibt es dafür kein Rezept. Was schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Aber irgendwie sind die Tasten auch komisch belegt gerade. Inventory. Keybindings. Inventory. Receipt Usage. Okay, was habe ich für einen Mode drinne? Gerne den Receipt Mode. Aber es gibt tatsächlich kein Rezept. Ich muss gerade mal überlegen. Ich weiß noch, wie es funktioniert hat, aber ich weiß dann nicht, ob es dann auch funktioniert. Habe ich noch Stone? Irgendwie so. Peaceful Mode only. Ich weiß, dass hier eigentlich noch ein Bone Meal drüber gehört. Ah, sehr gut.
Ja, keine Ahnung, warum da kein Rezept hinterlegt ist. Kleiner Bug im NEI anscheinend. Aber vielleicht ist jetzt voll. Ja. Ja, klar. Und jetzt wächst ein Slimy Sapling. Natürlich. So. Und daraus können wir uns massenweise Slimebots machen. Und damit können wir. Yes, damit können wir das aufbauen. Perfekt. Okay, aber erstmal. So, wir brauchen die Fluidacts. 1, 2, 3. Das passt eigentlich ganz gut. Ich stelle sie einfach mal hier hin. Und wir brauchen dann noch Energie. Ich glaube, das machen wir einfach mal trotzdem hier lang. Hardened Energy Conduits. Ich werde davon auch wesentlich mehr brauchen. Fällt mir gerade mal so auf. So. Okay. Dann das. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Viecher da nicht durchbuggen. Das wäre echt blöd. So. Erstmal das aufbauen, perfekt. Und dann machen wir hier direkt mal Cover drauf. Hier. 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 Und wir können eigentlich hier so ein Cover davor setzen. Dann können die zumindest nicht da durch. So. Und es sieht ein bisschen hübscher aus. Okay, hübscher ist jetzt auch fraglich, aber es ist auf jeden Fall sicherer. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier. Ja, kann ich Fackel raufstellen. So. Passt doch eigentlich ganz gut. So. Und wir bauen uns jetzt mal schnell. Ah, hier. Ist auch noch dieses komische Gelatinous-Slime. Aber wichtiger sind mir die Saplings, ehrlich gesagt. Hätte ich nämlich gerne mehr wieder, als ich hier ausgebe, weil das ist doch eine sehr, 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 sehr gute Quelle außerhalb der Slime-Chunks. Ich weiß gar nicht, ob man die Slime-Chunks hier direkt mal angeben kann. Auf jeden Fall wollten wir was bauen. Und zwar einen Auto-Spawner. Da. Okay, Magma-Creams erstmal brauchen wir. Wie viel? 2 Stück. 2 Plastik-Sheets, eine Reception-Coil. Okay. Okay. Reception-Coil. Check. Magma-Cream, da nehme ich jetzt einfach den Gelatinous, weil ich davon weniger habe und weil das genau passt gerade. Check. Eine Netherwarze habe ich hier noch irgendwie. Ja. Da. Check. So. Netherwarze. Reception. Ah, nee, Moment. Vorher, ach so, ich brauche aber den Platz, verdammt. So. 2 Emeralds. Okay. Erstmal kurz alles, was das Holz ist, wegpacken, damit wir das los sind und ich ein bisschen mehr Platz habe. Oh, die brauche ich gleich noch. Und die brauche ich auch. Okay. Dann. 2-mal die Emeralds. Zwei Stück, so. Und warum geht denn das? Habe ich jetzt das Rezept weggekippt? Wie doof war denn das von mir? Die Coil habe ich. Emeralds, okay. Warum nur noch den Maschinenframe? Kriegen wir hin. Alles gar kein Problem. Und bitte hier bauen, genau. 8. 8.
sind alles so Sachen, die man echt automatisieren könnte, weil man die einfach viel zu häufig braucht. So. Und wir haben einen Autospawner, unseren ersten, wo bemerkt. Yes, geile Sache. Brot bitte, danke. Übrigens habe ich den Kürbis mit gutem Grund im Inventar, falls sich jemand gefragt hat, die ganze Zeit schon. Also auch seit der letzten Folge. Ich hatte das mal ausprobiert, hier wegen Enderman und so. Aber das ist mir einfach viel zu dunkel und viel zu nervig. Ich dachte nur, oh, kannst du machen, dann brauchst du dir keine Gedanken machen und so. So. Okay. Spawn exakt, copy. Nope. Möchten wir nicht. Okay, wie ihr seht, ihr braucht Energie und ihr braucht Mob Essence. Die Mob Essence holen wir uns jetzt gleich mal zwei Eimerchen von drüben. Einfach nur als Startup, weil der Grinder produziert ja auch Mob Essence. Es wird zwar noch nicht ganz reichen, also wir werden zwar mehr brauchen, aber nur mal zu reinen Demonstrationszwecken. Vor allem haben wir hier so viel Mob Essence, dass wir eigentlich könnte ich hier einfach mal zwei von den Tanks mitnehmen. Irgendwas hat er gerade massiv gezischt. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass der hochgeht. So, mal gucken, ob wir das direkt reintun können, die Mob Essence, oder ob die zulaufen muss. Ja, anscheinend können wir die direkt reintun. Das ist gut. So, und dann können wir hier quasi den Tank. Ja, genau, dann machen wir das so. Bauen den Tank hier drunter. Wir müssen ihm jetzt hier nur noch sagen. Ah, Mensch. Bitte rausfließen. Na, da werde ich noch ein Dings für brauchen wahrscheinlich. Entweder ein Schalter oder... Aber das ist ja nicht das Problem. So, und du füllst den Tank, dann haben wir nämlich auch ein bisschen Puffer. So. Und das können wir wieder abcovern, das ist ja kein Problem. Gut, dann brauchen wir noch einen... Dingsiegebimsi hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt fällt mir das nicht ein. Ich kann es bauen, aber mir fällt der Name nicht ein. Klasse. Naja, besser als das Rezept nicht im Kopf zu haben, würde ich sagen. Hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Flip, flip und Redstone. Pneumatik Servo, genau. So. Danke. Noch ein Sapling. So. Bam. Und du... Bitte immer. Genau. Und damit ist der hier voll. Perfekt. Jetzt braucht er nur noch Energie. Die kriegt er auch gleich noch. Klick. Zu. 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 So. Dich machen wir ja auch zu, weil ich müsste theoretisch müsste ich von außen eigentlich an den rankommen. Ja. Sehr schön. So. Können wir zumindest von hinten das ganze System einmal warten. Und jetzt machen wir das jetzt mal einmal mit einer Zelle und schließen das dann irgendwie Heatstone. Ich wollte die... Habe ich die anderen schon alle verbraucht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist egal. Wir nehmen jetzt auch nur eine kleine Zelle. Von daher ist es nicht so wild. Spawn braucht eigentlich unheimlich viel Energie. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall noch irgendwie ins System integrieren, dass der Strom damit angeschlossen wird. So, und dann hätte ich gerne Output nach oben und nach rechts. Yep, das heißt, du solltest Energie kriegen. Du solltest Energie verlieren. Oh ja, haha. Das war massig. Boah, 32.000 RF passen hier rein. Krasse Sache. So. Ach du Schande, was macht ihr denn hier, ihr blöden Dinger?
So. Blockiert mir doch nicht den ganzen Weg hier. Glaub's ja nicht. Wie viele Saplings habe ich? 6. Gut. Das ist gut. Dann ist ja alles schick. So, dann holen wir uns mal noch unsere Kuh, würde ich sagen. Und verhungern nicht, wenn es geht. So, das heißt, ich muss bis zur nächsten Folge ein paar Energy Conduits herstellen. So, wo haben wir dich denn? Chicken. Sheep, Cow, da. Und wir brauchen die noch. Und wir brauchen das hier. Theoretisch könnte man natürlich auch Fässer nehmen, aber jetzt für den Anfang soll das genügen. Einfach eine Eisenkiste zu haben. Es wird halt eh nicht lange laufen mit der Mini-Zelle, kann ich euch jetzt schon versprechen. Also, das ist nicht so, dass Gelb... Oh! Ha! Ich habe quasi nur noch die Möglichkeit, nach oben rauszugehen. Cool. Ja, also der Aufbau ist immer noch... Wie gesagt, wir kommen halt nicht unten drunter, damit ist das Ganze ein bisschen blöd. So. Klack. 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 Und ab in die Kiste. Und du gibst bitte... Aus. Ich weiß nicht, ob er da an die Seite überhaupt automatisch ausgibt. Das müssen wir uns gleich auch noch angucken. Nein! Wird sich doch verarschen. Natürlich spawnt jetzt direkt auf dem Ding hier was drauf, nur weil er ein Block, ihr habt's gesehen, oder? Unglaublich. So. Okay. Ich würde sagen, Party on. So, wenn der Idle Timer runtergetickt ist, mindestens ist genug da. Wie viel verbraucht er auf einmal? Oh, gar nicht so viel. Hallo Kuh! Aber ich glaube, der Grinder kommt nicht ganz ran. Doch, kommt er. Ha. So, Kuh geschlachtet. Kuh wieder da. Ja, ich verstehe dich. Kuh da, Kuh da. Mu, mu. Hihihi. Und es kommt hier brav Leder und Fleisch. So, wie es sein sollte. So, jetzt machen wir hier noch kurz das und das und das. Und freuen uns, dass wir ein funktionierendes Konstrukt haben, welches auch zusätzlich Mob-Essence... Ich glaube, es produziert weniger Mob-Essence, als wir brauchen, um es zu betreiben, aber es produziert Mob-Essence. Von daher ist das okay. Nur die Zelle wird halt innerhalb kürzester Zeit leergesaugt sein, aber wir kriegen unseren Ledervorrat voll. So, Autospawner, check. So, wie das sein soll. Okay. Und dann würde ich sagen, muss ich mich jetzt wirklich ans Plattformen machen. Also ich hoffe, ihr habt genug kommentiert und könnt mir jetzt da eine Info zu geben, wie ihr das gern sehen wollt. Ansonsten mache ich es einfach so, wie ich möchte. Ja, ja, ich weiß, Andy, wo bist du? Ach, da. Guck mal, hier bin ich. Hier, ja, genau. Schlag mich doch eine Runde, blödes Ding. Oh, da hat sich eine Kuh rausgebackt. Nicht dein Ernst, oder? Glaube ich ja jetzt nicht. Es geht aber echt flott. Hi Kuh. Tschüss Kuh. So. Und theoretisch könnte man jetzt noch einen Rancher hier mit anschließen und gucken, dass man die dann auch noch milkt die ganze Zeit. Weil dadurch spart man sich nämlich, weil die Kühe kann man ja nur alle halbe Stunde einmal melken, um Milch rauszubekommen. Und wir brauchen nachher später auch viel Milch. Es läuft, es läuft. Hier ist auch alles schick. Wie sieht es hier aus? Ja, haufenweise Bögen, Zeug. Das läuft auch sehr gut. Und ich denke mal, wir werden da hinten auch bald genug Mob-Essence haben. Ja, wir brauchen definitiv... Jo, übel. Die Subplattform. Da kommen wir nicht drum rum. Ansonsten geht es uns bald schlecht. So, Andy, tschüss. Teleportierst du dich eigentlich nochmal hoch, oder...
lebst du damit, dass du erst wieder dich teleportierst, wenn du irgendwo runtergefallen bist? Tja, dann hast du gelitten. Gut, dich nehme ich jetzt erstmal weg. Dich brauche ich gerade nicht. Und ich will nicht, dass hier noch irgendein Vieh auf meinen Bäumen spawnt. Das geht ja gar nicht. Ach man, das macht mich glücklich. Wieder ein ganzes Stückchen weiter. Und wir haben sogar mehr Slimy Saplings als vorher. Gut. In dem Sinne soll es das aber für heute dann auch schon wieder gewesen sein. Wir haben ein bisschen was geschafft. Vor allem haben wir jetzt Kühe. So viel wie wollen. Natürlich. Oh Gott. Okay, die können also anscheinend immer noch außerhalb spawnen. Das muss ich noch abändern. Nicht, dass hier haufenweise Kühe über mein ganzes Feld laufen. Geht ja nicht. Und dann brauchen wir immer noch eine Überdachung für das hier, beziehungsweise Beleuchtung. Aber das würde ich halt wirklich gerne erst machen, wenn ich den ganzen Kram hier irgendwie wieder geordnet und nach unten gebracht habe. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.